In Mautendorf hat sich dieses Jahr so einiges getan. Feierte man doch 800 Jahre Marktgemeinde. Man blickte zurück, fragte sich aber auch, wie geht die Geschichte weiter? Naja, Mautendorf sollte grundsätzlich, so wie er jetzt der Ort ist, an sich bleiben. Ja, ich finde es eigentlich zum Beispiel ganz toll, dass bei uns, wenn da Häuser gebaut werden, die Vorschriften noch so streng sind, dass das alles eine gewisse Einheitlichkeit hat. Das haben wir im Lungau jetzt in einigen Ortschaften immer so. Das fällt mir auf und da bin ich froh und das hoffe ich raus als junger Mautendorfer, dass das auch so bleibt, weil die Einzigartigkeit kann man dann schon bewahren. Und das andere, ich finde unseren Ortskern einfach, wie schon erwähnt, wunderschön und wir machen einfach viel zu wenig draus. Und wir haben sie heute schon besprochen, es gäbe schon Visionen, ob die dann umsetzbar sind oder nicht, aber zumindest sind die Visionen da, dass man sagt, wie können wir diesen Ortskern noch besser in Szene setzen für den Tourismus und auch für die Bevölkerung. Unter dem Motto Junge Visionen für die Zukunft diskutierte die Mautendorfer Jugend. Ja, das, was der Wolfgang gesagt hat mit dem Zukunftsstammtisch, ich habe auf die Möglichkeit noch gar nicht so gedacht. Aber wie er das gesagt hat, ist mir gleich geschossen. Das müssen wir machen, weil wenn wir das, sagen wir mal, einmal im Monat machen, nachher macht das schon so viel aus und da kommen, glaube ich, schon so viele Ideen aus daraus, dass wir einfach unseren Ort in Mautendorf noch viel mehr bewerben können, noch viel mehr, einfach viel mehr Wertschätzung aus dem Ort rausholen können. Zielgruppe dieser Diskussion waren junge Menschen, die ihre Zukunft aktiv und wirksam mitgestalten wollen. Auch wenn es herausfordernde Hindernisse zu überwinden gilt. Meine direkten Visionen konnte ich jetzt, sagen wir, nicht in einen Satz zusammenfassen. Ich glaube, dass Mautendorf in sehr, sehr vielen Bereichen viel Potenzial hat, aber auch sehr viele Möglichkeiten. Also ich denke, dass die Überdachung des Marktplatzes, was der Thomas angesprochen hat, das ist vielleicht, zuerst schaut ein bisschen utopisch aus, aber ich denke, allein die Idee ist es wert, darüber nachzudenken und ich glaube, wenn wir uns auf das konzentrieren, dass man über Ideen nachdenkt, kommt man vielleicht dann auf eine Vision, wo man sagt, die ist umsetzungswürdig und dafür findet man dann natürlich Finanziers oder Leute, die das umsetzen wollen und ich glaube, das ist die Vision, eher nicht eine direkte Umstand, den man umsetzen möchte, sondern den Umstand, dass man Ideen sieht in der Bevölkerung und die dann weiter sich entwickeln. Die verstärkte Einbindung junger Menschen in den gemeinsamen Zukunftsprozess ist ein besonderes Anliegen der Gemeinde Mautendorf. Ein junger Diskussionsteilnehmer erzählte uns, wie er seine Vision in die Tat umgesetzt hat. Du musst einmal deinen Weg bereiten, der ist nicht einfach da, sondern du musst ihn entwickeln. Eben, wie gesagt, ich hab gesagt, okay, ich mache Praktika in die Richtung, ich schaue mir das wirklich an. Ich habe dann einen Entschluss gefasst, dass ich studieren gehe, berufsbegleitend, sprich, ich habe nebenbei wiederum in einer Brauerei gearbeitet, ich habe da die Erfahrungen mitgenommen. Ich habe aber da auch nicht vergessen, wann ich in Salzburg draus studiert habe oder die Idee entwickelt habe, wo ich herkomme und dass ich es im Lungau umsetzen will. Es war genauso gegangen, dass ich es in Salzburg umsetze. Was ich absolut aber nicht wollte, weil ich mir denke, da habe ich nicht diesen Hinterhalt, diesen Rückhalt, sondern eben nur da im Lungau, wo es natürlich vielleicht viel schwieriger war, dass du Leute da überzeugst, weil ich gehe davon aus, dass die Wirtschaft im Lungau so aufgebaut ist wie die Natur. Bis du, wenn du soweit hast, dass was passiert, dauert es viel länger, allerdings ist dann die Zusammenarbeit viel kraftvoller. Über das ganze Jahr hindurchzogen, angefangen. Viele interessante Fragen und Wünsche wurden von der Jugend aufgeworfen. Und es wurde nach Wegen für ein gemeinsames Verständnis gesucht.